Sagen, und zwar, dass mich das freut, dass ich die meisten erkenne. Es sind alle ganz, ganz liebe und nette und ich freue mich echt auf die Woche. Aber dass er nicht mehr rot wird beim Liegen, bin ich geschlingt. Bodendorf aus Wien, fliege seit circa einem Jahr. Das Ganze hat begonnen, hat mir der Horstlaufer Modellbaumesse mitgenommen, mit einer kleinen Helle, so wie bei den meisten, und ist jetzt also mittlerweile in einem 450er geendet und wird irgendwann größer. Und ja, derzeit, ich komme aus Wien. Das ist schon schlimm genug. Ich freue mich, da zu sein. Weil ich voriges Jahr der einzige Österreicher war, habe ich ihn jetzt mitgenommen. Also ich bin der Heiko, komme aus dem Hohen Norden, bin eine ganz ruhige Seele. War letztes Jahr auch schon hier, haben viel Spaß gehabt mit den Leuten und es passt einfach. Und deshalb bin ich wieder hier. Und man nannte mich im vorigen Jahr der Gesichtsälteste. Ist ein Jahr vergangen, aber hat sich nichts geändert. Ist nicht wirklich besser geworden, nee. Ich war auch letztes Jahr hier, kenne natürlich schon 4, 5 Stück vom letzten Mal. Und es war, wie der Günther gesagt hat, eine tolle Sache. Und haben wir uns vorgenommen, wir sind wieder da. Man kann hier nur lernen. Mein Name ist Carsten Kuhlmann, ich komme aus Dortmund. Ich fliege erst seit einem Jahr, bin sozusagen so ein echter Anfänger und wollte einfach mal viel lernen hier. Jo, ich bin der Bernd Wagner und ich bin da, weil meine Frau das Zeug gebucht hat. Ja, so war's. Ich fliege seit 2 Jahren, habe es meiner Frau in der Rodo gezeigt. Nächsten Tag hatte ich schon die E-Mail für die Anmeldung bei mir im Account. Ich bin die Andrea Wagner, also die Frau. Ja. Die ist auch bezahlt, ja? Ich bin absoluter Anfänger und ich möchte es halt einfach mal probieren, ob ich das vielleicht auch lernen kann. Stefan Schwärmt, ich bin hier zum ersten Mal dieses Jahr. Je nachdem, wie Stefan mich lässt, diese Woche komme ich wieder. Ist das ein Versprechen oder Drogen? Markus und ich, wir haben uns ein wenig hier in der Gegend umgeschaut und haben auch 2, 3 neue Flugplätze gefunden. Lasst euch überraschen. Der eine ist recht staubig, der andere ist sehr schön. Rat mal, wo du hingehst, bitte. Alleine. Ja klar, alleine. Ja, nach 14 Tagen beim Kanadier fahre ich keine 3700 Kilometer nach Hause. Das machen dann die anderen Jungs. Aber die freuen sich noch drauf.